Großbritannien sind The Automatic schon lange kein Geheimtipp mehr. Damit auch der Rest der Welt vom Talent der Vierwaliser erfährt, sind The Automatic durch Europa getourt. Würfelzucker traf die vermeintlichen Fans von David Hasselhoff in Köln und hat erstmal mit dem Gerücht um den Knight Rider aufgeräumt. Ja, das ist ein großer, blöder Scherz. Dieser Scherz wird immer ernster genommen, je länger er dauert. Das ist also wieder nur eine von diesen Geschichten. Ja, ganz genau. Gib mal die CD da vorne her. Die haben wir in Zürich gekauft. Okay, nächstes Thema. Den Namen der Band kann man im Grunde so erklären. Die Jungs wollen kein Automatic Live führen. Deshalb gründeten Rob und Frost bereits mit 16 Jahren die Band, um den üblichen Weg über Uni und Jobben zu umgehen. Wann habt ihr denn entschieden, dass ihr ernsthaft Musik machen wollt? Wir entschieden das, nachdem wir unser Abitur gemacht haben. Wir wollten ein Jahr lang alles versuchen, eine richtige Band zu werden und einen Plattenvertrag zu bekommen. Oder wir hätten uns getrennt und jeder hätte sein Ding gemacht. Also wir haben in diesem einen Jahr alles Mögliche getan, um unser Ziel zu erreichen. War das auch die Zeit, in der ihr euren Namen geändert habt? Ihr hießt ja anfangs White Rabbit, oder? Das war, als wir 17 waren, so vor 3-4 Jahren. Ab da wurde alles ernsthafter. Wir wechselten unseren Style und den Namen, da es schon etliche Bands mit dem Namen gab. Und wir wollten einen einzigartigen Namen haben. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Das Jahr ist lange um und den Plattenvertrag haben sie ebenfalls in der Tasche. Erwarten The Automatic ihren Erfolg auch in Deutschland? Bis jetzt gab es Dorf und wir waren sehr gute Reaktionen. Was will man mehr erwarten? Gestern spielten wir unsere erste Show in München. Und wie war's? Das war richtig gut. Super Reaktionen und viele begeisterte Menschen. Die kannten alle unsere Texte auswendig. Es war wirklich gut. Vor allem, weil unser Album in Deutschland momentan nur als Import-CD zu bekommen ist. Wir dachten ja erst, dass sie hier veröffentlicht wird. Was aber nicht passierte. Das ist wirklich eine Schande. Nervt das nicht, wenn man ständig auf Tour ist? Jedes Mal, wenn man in einem neuen Land tourt, ist es zuerst immer neu und ungewohnt. Menschen sehen dich zum ersten Mal spielen und das ist ziemlich erfrischend. Man fühlt sich wieder wie eine richtige Band. Genau, nur richtige Bands spielen auch richtige Gigs. Ich mag die kleinen Auftritte, wo wir den Menschen nahe sind und mit ihnen tanzen können. In England geht das nicht. Da sind einfach zu viele Menschen auf den Shows. Das ist nicht so persönlich und intim. Genauso nach dem Auftritt. Bei kleineren Locations kann man sich hinterher mit den Fans unterhalten. Das geht bei großen Auftritten mit 2000 Leuten leider nicht. Du kannst dich einfach nicht mit allen unterhalten. Für The Automatic ist das Touren noch lange nicht zu Ende. Nach Europa folgt die 6-monatige Amerika-Tour und nebenbei nehmen sie noch ihr nächstes Album auf. Also einiges, was die Band in diesem Jahr erwartet. Aber das ist noch nicht alles, was sie sich an Zielen gesetzt haben. Ich hätte gerne ein Studio. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir Musik veröffentlichen und eine Fangemeinde haben, die uns unterstützt. Wir wollen ja keine Superstars werden. Hauptsache, wir können von unserer Musik leben. Hello, we are The Automatic. And you're watching Würfelzucker. Can't fight, there's no escaping them.